Dieses Video ist gesponsert von EA. Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Ich habe die Möglichkeit bekommen, mir das Volume 2 Update schon mal ein bisschen früher anzuschauen. Und ja, werde euch heute zeigen, was da alles so drin ist. Beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt alles zeigen, weil ich euch nicht alles zeigen kann tatsächlich. Aber ich werde auf jeden Fall euch präsentieren, was alles drin ist in irgendeiner Form. Und werde dann auch meine ehrliche Meinung zu dem Update auch am Ende selbstverständlich abgeben. Ich werde mich primär im Singleplayer aufhalten, auch wenn ich in Online wahrscheinlich kurz reingehen werde, einfach um ein paar der Events zu zeigen. Aber das, was ich euch im Singleplayer zeigen kann, möchte ich euch natürlich auch im Singleplayer zeigen. Also das Volume 2 Update, das erste große Content Update, also naja, das erste, streichen wir das groß, das erste Content Update in Need for Speed Unbound und bringt einige neue Dinge rein und auch ein paar Sachen, die wir schon im Vorfeld kann. Erstmal gibt es drei neue Fahrzeuge. Zwei von denen kann ich euch hier tatsächlich zeigen. Das eine ist ein Wagen, der einer ist, mit dem ich nicht so ganz gerechnet hätte, Need for Speed, ehrlicherweise. Und zwar ein sehr luxuriöses Aggregat, welches im Zuge einer neuen Aufgabenreihe ins Spiel gekommen ist. Und zwar, wenn wir hier mal ganz weit rüber gehen, weil ich ihn logischerweise noch nicht freigeschalten habe und noch ein Stück weiter gehen, dann sehen wir ihn hier, boah, perfekt gestoppt, der Mercedes Maybach S680. Ist jetzt ein Wagen, wo ich persönlich sagen muss, okay, sieht sehr geil aus. Habe ich, wie gesagt, null damit gerechnet, dass der in Need for Speed von allen Titeln reinkommen wird. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Aggregat und ja, ihr seht auch schon oben links, erzielte 30 Sterne in Hot Laps. Was sind denn jetzt Hot Laps? Hot Laps ist eine neue Eventreihe, kann man sagen. Warte, ich wechsle mal kurz mein Fahrzeug, dass wir was. Hier will ich nicht hin. Dass wir was etwas schnelleres fahren. Wo ist denn zum Beispiel mal mein Porsche? Da ist er. Und zwar, wenn wir mal kurz hier rausgehen, dann sehen wir hier eine neue Aktivitätenreihe. Und zwar diese Dinger hier, die Hot Laps. Hot Laps sind im Prinzip, ja, sagen wir Time-Trial-Events im Singleplayer, wenn man so möchte. Und davon gibt es einige tatsächlich, wenn man eben 30 Sterne davon erreicht. Also im Regelfall, ja, wenn man ein bisschen weiter im Spiel ist, 10 Stück eben auf 3 Sterne abschließt, dann bekommt man die Möglichkeit, den Maybach zu kaufen. Man muss ihn, glaube ich, immer noch für 230.000 kaufen. Checkpoint verpasst, super, probieren wir nochmal. Aber das werden wir dann gleich natürlich auch noch hier rausfinden. Das Ganze ist, wie gesagt, eines der drei neuen Fahrzeuge. Und es ist auch tatsächlich das einzige wirklich neue Aggregat, kann man sagen. Die anderen beiden Fahrzeuge sind der Nissan 240 in einer besonderen Edition, die ich an der Stelle wahrscheinlich mal kurz einblenden werde, weil die kann ich euch im Spiel tatsächlich nicht zeigen. Dabei handelt es sich nämlich um ein EA Play-exklusives Fahrzeug. Was ich ein bisschen fragwürdig finde, muss ich sagen. Aber ja, so ist es halt. Und das andere ist eine spezielle Edition vom Lotus Emira, die ich auch an der Stelle wahrscheinlich mal kurz einblende. Die kann ich euch zeigen, die werde ich euch auch gleich zeigen, wenn wir dann in Online reingehen. Aber ja, das sind eben die drei neuen Fahrzeuge. Wie gesagt, die anderen beiden Wagen sind Special Editions von Wagen, die wir schon im Spiel haben. Ich persönlich muss da leider direkt sagen, dass ich das nicht so wahnsinnig geil finde tatsächlich, weil am Ende des Tages, oh, wir fahren ja Offroad, weil am Ende des Tages sind das einfach alles drei Fahrzeuge, die wir schon im Spiel pre-release gesehen haben. Deswegen, ja, bin ich nicht so ein großer Freund davon, dass die jetzt halt erst reinkommen. Und wie gesagt, neue Fahrzeuge sind es für mich dann halt in dem Sinne leider auch nicht, muss ich sagen. Okay, die Routenführung hier ist super weird, tatsächlich. Wo muss ich hin? Hä? Muss ich hier wenden? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe mir die auch noch im Vorfeld nicht angeguckt, wie ihr seht. Deswegen, ich bin sehr verwirrt von dieser Route. Okay, warte mal, ich muss hier links rum. Ah, okay, ich bin einfach komplett falsch reingefahren. Ja gut, ich fahre hier sowieso jetzt gerade einen Straßen-Porsche. Der hätte solche Offroad-Sachen natürlich nicht gedacht. Ist aber auf jeden Fall eine coole Sache,
dass durch diese Rumble-Events, durch diese Hotlap-Challenges eben auch Offroad-Fahrzeuge mal ein bisschen in Einsatz sind, weil das haben wir im Singleplayer sonst ja tatsächlich gar nicht. Huch, lass mich mal jetzt hier kurz eine Sache überprüfen. Nee, leider nicht, okay. Dann gehen wir mal auf eine andere Sache ein. Und dafür gehen wir jetzt mal kurz tatsächlich in den Online-Modus. Ja, wird nicht gespeichert. Das verstehe ich soweit. Im Online-Modus haben sie ein paar Sachen getan. Zum einen gibt es jetzt Cops Online. Was eine coole Sache ist, auf jeden Fall. Und da wurde auch schon sehr viel experimentiert und so. Man kann auch tatsächlich dann als externer Spieler in eine andere Verfolgung eingreifen und denjenigen halt entweder richtig in die Scheiße reiten oder eben aushelfen. Und das ist auf jeden Fall eine coole neue Komponente. Und ich zeige euch hier mal den neuen Lotus an der Stelle. Auch das, wie gesagt, ein Wagen, der schon vor Release gesehen wurde. Um den frei zu spielen, eben müsst ihr eine Playlist in einem Lotus gewinnen. Was dann doch verhältnismäßig einfach ist. Ja. Dann gehen wir mal in die Lobby rein, ganz kurz. Werden jetzt nicht viele Spieler sein, weil ist ein Pre-Release-Bild. Aber ich möchte euch da natürlich auch ein paar Sachen zeigen, die für den Online-Modus reingebracht wurden, weil da lag wirklich der Fokus für dieses Update. Nämlich gibt es jetzt erstmal Tagesherausforderungen und davon insgesamt 40 Stück, was damit schon mal ein bisschen eine einfache Möglichkeit sein soll, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Die wird dann an der Stelle irgendwo sehen bestimmt. Herausforderungen. Oder die werden potenziell, das könnte auch sein, erst freigeschalten. Wenn das Update zur Verfügung steht. Das ist möglich tatsächlich. Also, dass sie halt aktuell noch gar nicht zur Verfügung stehen. Das kann durchaus sein. Dass sie deswegen jetzt nicht angezeigt werden. Okay. Insgesamt gibt es aber noch trotzdem 15 andere Herausforderungen. Da ich jetzt nicht viel online gespielt habe, kann ich euch gerade nicht sagen, welche da sind. Ich könnte mir aber vorstellen, genau, dass die hier eben logischerweise dabei sind. Hier mit Fahndungsstufen und hilf anderen Racern dabei, den Cops zu entkommen. Also die werden dann auf jeden Fall neu sein. Da seht ihr auch, gibt es ein paar neue Aufkleber fürs Banner, dass man das ein bisschen mehr customizen kann. Von diesen Hotlap-Events gibt es insgesamt 30 Stück. Und außerdem gibt es noch ein paar andere neue Events. Zum Beispiel gibt es hier dann, die dürften hier sein, genau, gibt es sogenannte Rumble-Events. Rumble-Events sind von dem, was ich jetzt gesehen habe, Offroad-Rennen. Und da muss ich jetzt leider direkt mal ein bisschen Kritik üben, weil von dem, was ich gesehen habe, gibt es diese nicht im Singleplayer. Und da frage ich mich, warum. Genauso wie die vier neuen Langstrecken-Events, die reingekommen sind. Verstehe ich nicht ganz, warum man die nicht im Singleplayer reinbekommt. Also, finde ich schwierig tatsächlich. Finde ich sehr, sehr schwierig, dass Singleplayer da in dem Update so wirklich komplett hinüberfällt. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich persönlich leider doch nicht so ganz geil finde. Weiterhin gibt es noch zwei andere neue Playlists. Welche das sind, sage ich, wie ist es? Keine Ahnung. Das weiß ich an der Stelle nicht. Es gibt insgesamt dann noch allgemein ein paar einzelne Anpassungen in den Aktivitäten. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz hier raustappe und ein bisschen runterscroll, genau, dann gibt es im Prinzip einfach noch ein paar neue Emotes und so. Dafür gehen wir mal kurz wieder in Singleplayer rein, damit ich euch das mal kurz zeigen kann, was es alles Neues gibt noch. Was da dementsprechend auch im Rahmen der Hotlap-Aktivitäten reingekommen ist. Genau, gehen wir mal kurz in Singleplayer wieder rein. Damit ich euch das mal kurz zeigen kann. Und außerdem gibt es natürlich auch noch einige Bugfixes und ja, kleinere Änderungen im HUD, die auf jeden Fall ganz nett sind, definitiv. Zu Bugfixes muss ich persönlich sagen, ich finde Need for Speed Unbound war technisch gesehen sowieso ein absolut super Spiel tatsächlich. Dementsprechend, ja, ich wüsste jetzt nicht, was sie großartig fixen wollen. Aber auf jeden Fall cool, dass sie es trotzdem machen natürlich, weil klar, ein paar Sachen wird es vor allem online dann wahrscheinlich schon gegeben haben. Genau, jetzt haben wir hier beispielsweise eine neue Hupe, wir haben neue Posen und so, dann wie gesagt hier noch einen neuen Fahreffekt und tatsächlich, und wo wir gerade bei Fahreffekten waren,
möchte ich auf eine Sache noch natürlich eingehen, die sehr geil ist, die wirklich längst überfällig war eigentlich. Und dafür rase wirklich mal geschwind zu einer Garage zurück und ich werde irgendwo gleich volles Rohr gegenklatschen. Ich weiß nur noch nicht ganz genau wo. Aber gerade geht's noch. Gerade scheint es noch zu gehen. Ich bin ehrlich, warum die Sache nicht groß angekündigt wurde, weiß ich nicht, weil ich glaube, das ist wirklich eine der geilsten Sachen in dem Update. Versenkt, meine Damen und Herren. Versenkt. Aber ist ja klar, ne? Sobald man schnell irgendwo hin muss, schmeißt den Porsche vor die Wand. Kennen wir doch alle, oder? Das kennen wir doch wirklich alle. So. Oh Gott. Easy gebremst. Und zwar. Ja. Werden, oder ist es mittlerweile jetzt möglich, wenn wir mal in den Style reingehen und dann zu den Fahreffekten. Seht ihr hier schon, Fahreffekte werden unabhängig voneinander für jeden deiner Wagen festgelegt. Das war ja vorher nicht der Fall. Vorher waren die für alle Fahrzeuge gebunden. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise den Puro Fuego drauf hatte, auf dem Porsche, dann war der für alle drauf. Wenn ich den hier jetzt equip und wir gehen danach jetzt mal auf die Corvette meinetwegen und wir gehen hier wieder rein, dann sehen wir, dass wir hier immer noch Sin City drauf haben. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr cool finde, weil damit kannst du halt die Fahrzeuge noch individueller voneinander gestalten, ohne halt jedes Mal hier was Neues auszuwählen, wenn du gerade den Wagen wechselst. Also das auf jeden Fall, wie ich persönlich finde, eine sehr, sehr coole Sache definitiv. Und das war es dann schon mit dem Update tatsächlich. Jetzt, wenn ich nichts großartig übersehen habe, lass mich dafür mal kurz hier rüber gucken. Ja genau, es gibt noch ein paar neue Kleidungsstücke. Kann ich euch die kurz zeigen? Moment. Ja, das müsste ja bei Charakter dann sein, richtig. Ich muss sehr ehrlich sagen, ich glaube, ich war noch nie in diesem Shop drin. Deswegen gucke ich jetzt mal, ob ich den irgendwie finde. Yuri und Sen nennt sich das Ganze. Ich hoffe ehrlicherweise, oh Gott, ich werde das niemals finden. Ich werde das niemals finden. Es ist auf der EA-Webseite zu sehen. Ja. Deswegen, guckt euch das gerne da dann an. Das, wie gesagt, ich bin mit diesem Job tatsächlich ein bisschen überfordert. Und was es auch noch gibt, ist jetzt eben die Möglichkeit, wie es das ja in den vergangenen beiden Need for Speed-Teilen schon gab. Es gibt ja durchaus einige Aktivitäten hier, einige Sammelobjekte auch. Und es gibt jetzt halt die Möglichkeit per DLC, wie teuer das ist, weiß man noch nicht. Ich denke mal so 2-3 Euro maximal. Würde es eine Möglichkeit geben, quasi einfach alle offen zu legen, wie wir das ja auch schon, wie gesagt, in den vergangenen Need for Speed-Teilen hatten. Und wie gesagt, das war es jetzt an sich schon mit dem Update zu einem sehr, sehr großen Teil. Was wir jetzt noch kurz machen werden, oder was heißt kurz, ihr seht wahrscheinlich, das Video geht noch ein gutes Stück. Was ich jetzt noch kurz machen werde, ist, ich werde mir mal eben die 30 Sterne holen in den Hotlap-Events. Und dann werden wir uns mal kurz in Maybach kaufen und ins Tuning reingehen. Deswegen, kurzer Cut, bis gleich. So, damit haben wir den Maybach zum Kauf frei. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass ich vorher mal gucke, ob die Audio noch an ist. Jawohl. Nee, und würde dann sagen, dass wir ihn einfach mal uns mal hier zulegen. Warte, wir gehen vielleicht mal nicht nach Preis, sondern nach Hersteller, macht es ein bisschen einfacher. Und dann gehen wir, wie gesagt, nur mal so ganz kurz ins Tuning rein und werden noch ein bisschen ausfahren. Und ich werde währenddessen dann auf mein Fazit zu dem Update eingehen. Wo ist er? Der Maybach, da ist er. Und kostet 230.000. Ja, das haben wir gerade so. Ich bin mal sehr gespannt. Ich kann mir ehrlicherweise nicht so wirklich vorstellen, dass der großartig visuelles Tuning hat. Aber mal gucken. Er hat Bodykits. Okay, Mansoreal. Interessant, dann ja gut, ein bisschen verbreitert nochmal das Ganze, wenn man so möchte. Ja, und leicht andere Front. Okay. Geht ein bisschen in die Julia GTRM Richtung, finde ich. Interessant, also Mansory finde ich auf jeden Fall schon mal cool, dass das drin ist. Ich denke mal, das wird auch das Bodykit sein, für das ich mich letztendlich entscheiden werde. Weil es halt auch ein sehr cleanes Kit ist, einfach, muss man sagen.
Das definitiv. So, wir haben noch andere Scheinwerfer auch vorne. Interessant, dass das einfach nur abgedunkelt ist, wenn man die einfach so auch abdunkeln kann. Ja, bei. Kleiner Unterschied ist da schon auf jeden Fall. Ja, Flaps auf einem Maybach brauche ich auf jeden Fall. Definitiv. Grill können wir nicht ändern. Wir können den Maybach-Stern natürlich vorne drauf schmeißen. Das ist halt ein cooles Detail einfach. Das ist schon. Das ist nice, definitiv. Andere Frontstoßstangen haben wir natürlich noch. Wir können. Auch eine Tuning-Option, mit der ich jetzt bei einem Mercedes nicht gerechnet habe. Aber okay, cool. Wir können die auch einfach entfernen, die Frontstoßstange. Das, ja, natürlich. Andere Lippe noch unten dran schrauben. Seitenschweller. Ja gut, halt auch die drei vom Bodykit, die wir schon gesehen haben. Außenspiegel. Auch eine interessante. Ich würde halt, also gerade sowas passt bei dem Maybach, finde ich schon ganz gut auf jeden Fall. Nettes Detail auch, dass das in der Farbgebung sich zur oberen Hälfte des Wagens angleicht, obwohl es ja streng genommen auf der unteren Hälfte angebracht ist. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Ja, hier können wir natürlich noch breiter machen, klar. Warte, gibt's dann auch die. Gibt dann natürlich auch die Mansory-Felgen. Das ist nice auf jeden Fall. Ich würde aber mal schätzen, die gibt's dann nur hier. Ich denke nicht, dass es die auf allen Fahrzeugen gibt. Ja, im Flügel kann es natürlich sehr wild werden. Wie man sieht, das wird teilweise schon kriminell. Definitiv. Dach können wir nicht machen. Heckleuchten können wir auch nichts machen. Auch den Heckstoßfänger einfach entfernen. Klar, natürlich, was auch sonst. Auspuff. Ja, natürlich. Und Diffusor. Na gut, okay. Wir schmeißen aber, würde ich sagen, das Mansory-Zeug ran. Weil das wirklich einfach. Es ist halt ein Bodykit nach meinem Geschmack. Ist halt schön schlicht. Schön geschmeidig. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Ich würde auch hier wirklich jetzt einfach mal. Weil es einfach halbwegs passt, die Außenspiegel dran schmeißen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warte, wir brauchen natürlich dann noch die. Die Mansory-Felgen. Selbstverständlich. Wenn wir sowas machen, dann vernünftig. Sehr schade, dass es immer noch nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, ich möchte beide Felgen einfach vorne und hinten machen. Das ist eine Funktion, da frage ich seit mittlerweile 8 Jahren danach. Aber hey, das. Warte mal, ist bei Bremsen vielleicht noch irgendwas Interessantes? Sieht mir jetzt nicht so aus. Nee, okay. Nee, sagen wir, den Kampf kann ich, glaube ich, relativ aufgeben. Ziemlich sicher. Natürlich auch die Maybach. Den Maybach, ja, Stern in Anführungszeichen, das Maybach-Dreieck vorne drauf. Drücken wir es eher so aus. Genau, wunderbar. Dann passt das hier soweit. Wir sind ein bisschen tiefer, darfst du gehen. Ich denke mal, Lackierung wird es noch keine geben, oder? Wir können die Lackierung gar nicht bearbeiten. What? Huh. Okay, das ist weird. Also das wird dann von Maybach ausgehen. Oder von Mercedes besser gesagt. Das ist super weird, dass man so viel am Tuning machen kann, aber keine Folierung. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur am Pre-Build, also am Pre-Release-Build. Das kann natürlich auch sein. Das ist durchaus möglich. Was hat denn der so für Motorswaps? Mhm. Na, natürlich. Das war auch meine nächste Idee, ne? Das, also, ja. Chiron, was auch sonst. Wer hätte mit irgendwas anderem gerechnet? Und der Leistung, ja, da geht noch einiges. Da geht vor allem Kompressor drauf. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach noch kurz mit dem Kompressor ein bisschen aus. Während ich euch mal so mein Fazit zum Update mal. Mach mal den Wegpunkt weg. Da. Während ich euch mal so mein Fazit zum Update gebe. Und da muss ich persönlich sagen, ich finde es schwierig. Tatsächlich. Ich finde es irgendwo doch schwierig. Der Content, der reingekommen ist, ist an sich ganz nett, sagen wir mal. Also ich bin ehrlich, ich finde das super frech mit dem Nissan.
dass sie den, wie gesagt, Pre-Release schon gezeigt haben, den auch genutzt haben, eigentlich um zu sagen, guck mal, was wir für geiles Tuning haben. Und dass der halt nicht nur eben erst 3,5 Monate später reinkommt, sondern dann letztendlich auch noch hinter einer EA Play, hinter einem EA Play Abonnement gelockt ist. Das finde ich persönlich extrem frech, muss ich sagen. Okay, warum auch immer die Route immer noch da ist. Der Lotus, wie gesagt, auch ein Wagen, den man schon Pre-Release gesehen hat. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass der erst jetzt wirklich reinkommt. Der Maybach, cooler Wagen, wie gesagt. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass der nicht für Speed reinkommt. Ich glaube tatsächlich, es hätte sehr, sehr viele andere Fahrzeuge gegeben, die deutlich besser gepasst hätten als er hier. Wie gesagt, ich finde ihn an sich ganz nett. Oder ganz cool, auf jeden Fall kann man so sagen. Aber ich glaube, da hätte man die Community mit anderen Fahrzeugen sehr viel mehr abholen können. Da bin ich auf jeden Fall felsenfest von überzeugt. Dann die Features, die reingekommen sind. Beziehungsweise erstmal der anderweitige Content. Wie gesagt, das große Feature, wo ich jetzt sagen würde, dass das halt so das Highlight des Updates sein soll, sind die Cops im Online-Modus. Was auf der einen Seite eine sehr coole Sache ist, auf jeden Fall. Und gerade auch, wie es umgesetzt ist, dass man eben auch als anderer Spieler bei den Cops eingreifen kann, bei anderen Verfolgungen eingreifen kann. Ist cool, definitiv, ist sehr, sehr cool. Die Problematik, die ich nur habe tatsächlich, ist, dass das eine Sache ist, die eigentlich schon zum Release vom Spiel hätte drin sein müssen eigentlich. Wo ich auch ehrlicherweise nicht so ganz den Grund sehe, warum es erst so spät reingekommen ist. Deswegen fühlt es sich eher so an, als wäre halt was reingekommen, was man eigentlich schon anderweitig hätte erwarten können, dass es drinnen ist. So. Deswegen, dass das jetzt erst 3,5 Monate später reinkommt, finde ich schwierig. Die Events an sich, die Rumble-Events und die Langstrecken-Events, auch wenn ich sie jetzt selber nicht gefahren bin, sind sicherlich coole Rennen. Weil, was ich wirklich sagen muss, die Streckenführung, die Criterion hier gemacht hat bei den meisten Rennen, ist sehr, sehr nice, auf jeden Fall. Deswegen glaube ich auch, dass das bei den Events nicht anders sein wird. Ich finde es nur sehr schade, dass die Rennen, wie gesagt, nicht im Singleplayer sind. Zumindest habe ich sie nicht gesehen bisher. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, der Drumble-Event, die waren ja hier, meine ich. Aber wenn ich jetzt hier mal durchgehe, wirklich, also, huch. Ich wüsste jetzt nicht, dass es im Singleplayer neue Events gibt. Das wurde auch nicht irgendwo hingeschrieben. Ich hatte mal gefragt, habe darauf keine Antwort bekommen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Das muss ich persönlich sagen, kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Letztendlich ist der Singleplayer halt nach wie vor relativ leer. Nee, nicht relativ. Der Singleplayer ist extrem leer. Wenn du durch bist mit der Story, dann hast du halt eigentlich nichts mehr wirklich zu tun. Und das wurde halt mit dem Update wirklich gar nicht eigentlich. Ja, wirklich gar nicht eigentlich ist man da daran gegangen, diesen Aspekt. Was halt für mich persönlich sogar der Aspekt ist, warum ich Need for Speed nicht mehr spiele. Und ich denke, vielen Singleplayer-Spielern wird es da ähnlich gehen. Weil klar, online ist an sich ganz cool. Und es ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool, dass da Updates kommen, definitiv. Trotzdem sehe ich halt persönlich keinen Grund, warum die Rennen, zumindest die Routen, halt einfach nicht in den Singleplayer reinkommen. Genauso wie ich persönlich immer noch nicht so ganz verstehe, warum man nicht einfach sagt, wir haben ja gerade gesehen, wie es im Online-Modus aufgebaut ist, du hast einfach die Playlist überall immer zur Verfügung. Warum man nicht einfach sagt, okay, du hast halt einfach, wenn du mit der Story durch bist, zumindest mal alle Rennen immer zur Verfügung. Es ist ja dann nach wie vor einfach random. Welche Events du jetzt hast und welche nicht. Kann ich persönlich ehrlicherweise nicht nachvollziehen. Und ja, natürlich die ganz, ganz große Sache, um mich auch nicht rumkommen, das Ganze so zu erzählen, ist auch einfach, dass es halt zu lange gedauert hat, das Update. Wie gesagt, wir sind jetzt 3,5 Monate, fast 4 Monate nach Release vom Spiel. Das hier ist das erste Content-Update. Wenn das in der Pace weitergehen sollte, sind das 3 Updates pro Jahr. Und ich bin halt ehrlich, dafür hatte Need for Speed Unbound nicht annähernd genug Langzeitmotivation, dass man sich das erlauben kann. Wenn man jetzt alleine beispielsweise New Game Plus hätte, dass man sagen kann, okay, du kannst die Story halt neu anfangen, mit aber allem Content, was du dir schon erspielt hast, kannst du entsprechend die Qualifier und so alles nochmal machen.
dann könnte man, finde ich, darüber reden und sagen, okay, wenn die Updates halt wirklich alle 3-4 Monate kommen, dann ist das fein, auf jeden Fall. Das ist ja aber nicht der Fall. Und gerade dafür, dass es halt, ja, wie drücke ich es aus? Dafür, dass es halt gerade im Singleplayer wirklich keine Langzeitmotivation hat und auch im Multiplayer eigentlich nur ein extremer Grind ist und mehr nicht, ist es, finde ich, schwierig, dass die Updates, dass das erste Update zu lange gedauert hat und dass das erste Update dann auch im Verhältnis doch so wenig irgendwo reingebracht hat. In der Summe ist es an sich ganz nett. Ich finde die Hotlap-Challenges beispielsweise, finde ich, sehr, sehr cool. Weil sie dich auch wirklich in Gebiete reinführen, die du teilweise einfach vielleicht noch gar nicht gefahren hast. Also das ist auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch, wie ich die 30 Sterne geholt habe, habe ich da ein, zwei gemacht, wo ich mir wirklich dachte, wow, okay, krass, ich wusste gar nicht, dass das hier auf der Map existiert. Im Gesamtpaket, wie gesagt, ist es trotzdem für vier Monate mittlerweile 3,5-4 Monate warten, so wenig. Gerade unter dem Aspekt eben, dass zwei von den drei Fahrzeugen zu Pre-Release-Footage schon gezeigt wurden und im Singleplayer nicht mal verfügbar sind. Was ich auch hier wieder nicht nachvollziehen kann. Der Lotus beispielsweise, wenn wir mal kurz vielleicht in der Garage zurückgehen nochmal. Wobei die unten könnten ein bisschen näher sein. Der Lotus auch alleine ist nicht im Singleplayer verfügbar. Kriegst du nicht. Oder ich weiß zumindest nicht wie. Was ich auch wieder nicht verstehen kann. Und es ist halt das, was ich schon in der Folge mal gesagt hatte. Vor dem Cut, der für mich ungefähr 3 Stunden zurückliegt, gefühlt. Nee, so lange hat es nicht gedauert. Aber es ist wirklich so, als wäre der Singleplayer in dem Spiel irgendwie komplett hintenübergefallen. Was ich jetzt halt auch mit dem ersten Update wirklich nicht wirklich ändert. Und das ist schade. Das ist echt schade. Weiterhin haben wir jetzt auch keine Info bekommen, wann man ungefähr mit dem nächsten Update rechnen kann. Also nicht mal irgendwie so, ja, in den kommenden Monaten oder im Sommer dann kommt das nächste Update. Also nicht mal sowas in die Richtung. Finde ich schade. Finde ich persönlich sehr schade und das ist auch leider das, was ich wirklich sagen muss. Ich finde, die Marketingstrategie von Need for Speed Unbound ist wirklich schlecht. Also die Kommunikation und alles passt überhaupt nicht. Und ich hoffe, dass Criterion das vielleicht über die nächsten Jahre hinweg noch ein bisschen verbessern kann. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier mal kurz reingehe, wir gehen in die individualisierten Versionen, das war sehr viel Indie. Er existiert nicht. Er ist nicht hier, der Lotus. Den kannst du im Singleplayer, soweit ich das zumindest jetzt sehe, nicht bekommen. Aber ja, als Singleplayer-Spieler wird man mit dem Update, wie gesagt, glaube ich, relativ wenig Spaß haben. Weil so cool wie die Hotlap-Challenges beispielsweise dann auch sind, die machst du halt einmal. Wenn du die abgeschlossen hast, dann machst du die ja nicht mehr. Deswegen, für die Leute, die Singleplayer-Spieler sind und sich jetzt eventuell fragen, lohnt es sich, das Spiel mit dem Update wieder zu installieren? Ich persönlich würde sagen, nein, außer ihr seid wirklich richtig scharf auf den Maybach, dann schon. Für die Leute, die online spielen, lohnt es sich auf jeden Fall wieder reinzugucken, weil da sind auf jeden Fall ein paar neue Sachen reingekommen, definitiv. Ob euch das langfristig halten wird oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich bin leider tatsächlich, muss ich sagen, von dem ersten Update hier in Need for Speed Unbound doch enttäuscht, tatsächlich, muss ich sagen. Also, gerade für die Zeit, die Criterion dafür hatte, ist weder die Quantität noch die Qualität, von dem was reingekommen ist, ausreichend, finde ich. Muss ich persönlich sagen, schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare rein dazu. Ich habe euch, wie gesagt, jetzt hier zumindest das gezeigt, was ich euch zeigen kann. Und ja, der Rest, wie gesagt, habe ich euch zumindest gesagt, was es ungefähr sein soll. Ich würde dann sagen, meine Damen und Herren, das wäre es mit diesem Video gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Deutschland und Unsinn Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!